Hallo alle miteinander, ich heiße Deborah, aka Bee Rosen, und bei mir wieder ist Emily Mugetta. Wir werden über die Mugetta Soccer Academy ein bisschen diskutieren. So, zuerst Emily, hi, wie geht es dir und was ist neu bei der Soccer Academy? Danke, es geht mir gut. Ich hoffe, geht es dir auch selbst gut soweit. Ja, im Momentan, die Kinder, die sind bei mir so Schulferien. Und das heißt also, die machen viel Unterricht von Ort in die Akademie. Und ja, immer nachdem also diese Unterricht, die machen ein paar Spiele, um Spaß zu haben. Und das ist auch für uns wichtiger ist, die Kinder Spaß zu haben. Das ist ja unglaublich schön zu hören und ich wollte mal ein bisschen mehr über das fragen. Das neue Haus für die Kinder, gefällt es Ihnen? Ja, wegen das Haus, also die Kinder freut sich sehr und nicht nur die Kinder, sondern freut mich auch sehr, weil früher die Kinder unter die Tribüne am Unterricht gemacht hat. Und momentan, die machen also im schönen Klassenzimmer und die kann auch mehr lernen, mehr konzentrieren und auch das ist wichtiger. Es ist so gut zu hören, dass es gibt ein Haus, das ist fest. Es fühlt, als ob alles ist gegründet. Es ist auch ganz schön. Und ich wollte mal auch fragen, wie geht es der neuen Mädchengruppe? Auch wegen dieser so Mädchengruppe, die macht auch also schon viel und die entwickelt sich sehr, weil letzte Monate wir hatten immer noch 100 Mädchen, aber bis heute wir haben schon also 120, also schon irgendwie ein bisschen stressig halt, aber ja, kann ich nicht also aufgeben, ja, ich muss sie nur weiter kämpfen für die, weil ich fand auch die Mädchen, die hat immer so Schwierigkeiten im Leben, weil mit dem Alter oder so, 12 Jahre, 13, passiert ja so viel böse Sachen und ja, ist nicht so schön. Ich kann das immer noch vorstellen. Es ist so nötig, eine sichere Stelle für Mädchen zu haben, wo sie können etwas gut lernen. Und ich will mal fragen, was sind Ihre Ziele für die Zukunft der Akademie? Wegen Zukunft, also wir müssen nur schauen, ja, wie kann er so weiter die allgemeinen also Kinder um zu helfen, weil es gibt andere, die hat ja so diese Träume, ja, Prof zu werden und auch ist andere Aufgabe oder eine Baustelle, ja, aber ich denke, ich schaffe es schon. Es macht perfekt Sinn und es ist realistisch. Ich glaube, dass jeder mal das verstehen kann. Und was macht die Akademie für die Kinder zurzeit? Im Momentan auch machen wir nicht so richtig viel, weil erstmal die Kinder, die muss lernen und auch zeigen, diese, die entwickelt auch ja, von alten Plan ja, für Unterricht, Trainings und auch andere auch allgemeine Sache. Ja. Ja, kann man schon uns unterstützen. Danke vielmals, Emily. Und jetzt zum Ende. Wir werden einige Fotos von der Akademie schauen. So.